Tommy nascht jetzt auch vom Nektar und wächst besser als Johnny. Wer ist Tommy? Let's go. Na? Ach, Tommy haben wir schon mal gesehen in dem Video von Lars, stimmt. Na, auch hier? Ja. Was trainierst du halt? Schultern. Ich auch. Wollen wir zusammen trainieren? Der gute Kollege ist jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Wie sich das Ganze verhält, was er verändert hat, wie es sich anfühlt, das werden wir herausfinden und vor allem wie stark. Clown, die einfach mein Format mit Johnny Münster, ich glaub's nicht. Wir distanzieren uns hier ganz klar vor Medikamentenmissbrauch. Den Spruch hat er auch von mir geklaut. Junge, geht's noch? Tommy ist natürlich auf einer ärztlichen Dosis, die der Arzt ihm empfohlen hat. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, den Kollegen hier kennt ihr noch. Das ist Tommy. Einblendung. Das ist Tommy. Und Tommy hat genauso... Wo ist denn der andere Kollege von Lars, mit dem der immer trainiert hat? Der war richtig sympathisch. So Bock, Gas zu geben wie Lars. Deshalb verbinden die beiden sich und gehen... Oder ist der das? Gab's da nicht noch einen anderen? Ich weiß gerade gar nicht, Alter. Oder... Ich habe zu viele Videos geguckt und ich bringe hier wieder was durcheinander. Zusammen gab's. Nee, es gab noch einen anderen, ne? Es gab noch einen anderen, ja, doch. In der Prep von Lars, weiß ich noch genau. Tommy hat sich ein Beispiel genommen an Johnny und an mir. Und der gute Kollege ist jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Wie sich das Ganze verhält, was er verändert hat, wie es sich anfühlt, das werden wir da rausfinden und vor allem, wie stark er auch ist. Let's go. Jetzt frage ich dich eine Sache und du kannst beantworten, wenn du willst. Ja. Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Tommy. 23. Mahlzeit, Tommy. Grüß dich, Junge. 20. Und ich mache seit kurzem ein richtiges Bodybuilding. Sehr schön. Und ich habe Bock, alles zu zerreißen. Alles. Hier zwei Schnuckelhasen. Wir werden heute ein bisschen Schulter trainieren. Jawohl. Guck mal, was der Kollege drauf hat. Und ich weiß auch, wie stark er ist. Und ich hoffe, der ist sehr stark. Gespannt, was jetzt abgeht, weil ich ihn jetzt zum ersten Mal sehe, seitdem er auf Sendung ist. Also, das ist sicher. So vom ersten Eindruck her. Ich hoffe, es gibt einen Formcheck gleich von Tommy. So wird man auch schon die Kette. Sieht schon ein bisschen voller aus. Finde ich sieht auch. Zwar noch nicht so viel, aber sieht runder und voll aus. Du hast ja auch generell schon eine richtig gute Genetik natural gehabt. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich hatte ja meinen Bluttest gemacht und Östrogen und Testosteronwert messen lassen. Mhm. Und mein Wert war von 2 oder 3 bis 8. Ja. Und ich hatte einfach 4,83 oder also so. Also genau in der Mitte. Ja, also genau in der Mitte. Ist meistens normal. Naturaler ja. Mittelwert, was sehr gut ist. Ja. Extra Juice. Okay. Machen Schulterdrücken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Tommy, wie viel machst du jetzt? Ja, wollen wir einen Fünfer-Sprung oder 2,5er? Was denkst du, was ich sage? Fünfer. Let's go. Okay. Let's go. Easy, Junge, jetzt konzentrier dich auf. Letzter Warm-up, wa? Auf geht's mal. Schmeiß hoch die Dinger. 1, 2, super. Komm. 5. 6. Reicht. Ja. Fühlt sich gut an. Leicht, Junge. Ich habe jetzt 6 Kilo zugenommen. Nee, warte mal, 98 doch. Hier jetzt 104, 6 Kilo. Wie lange ist er drauf? Und das war im Zeitraum von 3,5 Wochen jetzt. Also fast einen Monat schon. Wie bei Johnny ungefähr, identisch. Gewichtszuwachs. Ja. Wie viel Kalorien hast du? Warte mal, Front und Johnny. Okay. Ich sag so, okay, ist ein bei jedem so. Nee, okay. Soll ich mich machen? Hast du mehr gegessen als sonst, oder? Nee, ich esse gleich wie. Ich habe ja von meinem... Der ist scheiße, also mal ganz ohne Witz. Tommy ist noch sehr weit entfernt davon, gut zu essen oder regelmäßig. Das finde ich natürlich nicht so cool. Wieder, selbe Beispiel. Kein Ernährungsplan, frisst viel Scheiße, geht aber auf Stoff. Finde ich wirklich scheiße. Und clean Lebensmittel essen, was auch seiner Lebenslage ein bisschen geschuldet ist. Er arbeitet gerade Schichtdienst, hat er gesagt. Ja. Das spielt keine Rolle, ich habe mit Schichtdienst 5 Vorbereitungen gemacht. Muss um 3 Uhr. Also muss da kurz ein bisschen reingreifen. Ich habe einen Coach, der macht mir einen Essensplan. Und Lars ist nicht so agree mit dem Ernährungsplan, weil es sehr oldschool ist. Doch. Wie? Also ist der jetzt doch Gutes oder wie? Hä? Ich dachte, der hat keinen Ernährungsplan. Doch, ist okay. Aber davor meine ich, bevor du den Plan gemacht hast. Ja, komm. Okay. Was denn nun? Hat der jetzt einen Plan? Ist der sauber oder nicht? Das irritiert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Kurz die Kamera kaputt gehauen. Nee, ich meine, vor deinem Ernährungsplan hast du schon relativ viel Shit gegessen. Also bevor ich angefangen habe, also auch auf die dunkle Seite zu wechseln, da habe ich Kuchen, Muffins, alles mögliche gegessen. Dann habe ich trotzdem wenig Körperfett und sah relativ gut aus. Also Lars, Augen sehr gut genetisch dafür, dass du viel Scheiße gefressen Deutscher hast. Deutscher Sam Sulek. Komm,
Nächste. Kick richtig hoch. Ja. Ja. Okay. 3, super. Bam. 4, bam, das ist ein Satz. Und da lacht doch Johnny drüber. 40er Schulterdrücken. Das macht Johnny, Alter, am Ende als Dropset, wenn er die 70er von 70, 60, 50 dann den vierten Dropsatz macht, der mit 40, der Johnny. Die sollen mal hier keinen Scheiß in den Titel schreiben. Alles gut. Okay. Ja. Ja, ich mach schwerer. Ja. Ich hab Bock, Alter, ich hab Bock. Schön Abelschorle beim Training, geiler Typ. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Gesundheit. Ja. Er macht 5 Wiederholungen alleine. Und geht höher. Naja. Wenn ich noch 3 Wiederholungen geschafft habe, kommt mein Trainingsmarkt, wenn es halt okay ist. Kreatin habe ich tatsächlich vom Stream pur in den Mund genommen und mit Wasser nachgespielt. Ich habe gar nichts geschmeckt, weil ich kau ja nicht drauf. Ich bin nicht sein Coach, also fürs Video ist ja gut. Warte mal. Also, die haben keine 42,5, also müsste ich 45 machen. Okay. Wenn sie keine 42, ja, so nicht. Wir haben keine 42,5, dann bist du 45. Wie ist die neue Trainingsmethode? Einfach auf die Fresse und dann ein bisschen entspannt. Aber die hat so funktioniert. Das habe ich dir nie gesagt. Ja. Ja. Super. Und oh. Push. Der kriegt die doch gar nicht hoch. Was macht der denn da? Okay, das kann nichts werden. Egal. Tommy, Junge, die Kamera läuft, ist gut, aber lass dein Ego zu Hause, Digga. Wie sieht's denn von deiner mentalen Verfassung aus? Das wollen die Leute vielleicht auch wissen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einen besseren Drive. Ich war nicht mehr so lethargisch, ich habe mich fitter und wohler gefühlt, weil ich davor auch relativ niedriges Testosteron hatte. Das heißt niedrig, aber ja. Und ich habe da auf jeden Fall bei dieser geringen Dosierung, dieser TRT, die ich auch jetzt gerade habe, das ist quasi für alle, die es nicht wissen, die Ersatztherapie, also das gesunde Level eines erwachsenen männlichen Individuums. Und das ist Tommy gerade auch. Also mental hat sich bei mir auch ein bisschen was getan. Zum Beispiel so eine Frühschicht, die ich heute hatte, ich war um 3 Uhr wach. Hat mir eigentlich nach, ich bin 19 Uhr schlafen gegangen, auch krank. Und da, ich habe. So, wir gehen jetzt mal rüber zum Formcheck. So viele große Töne gespuckt. Ich will wissen, wie der Tommy aussieht ohne Klamotten. Let's go. Ich werde immer mehr zu Johannes. Ich hänge zu viel mit ihm ab. Aber Lars sieht im Aufbau, gefällt mir Lars sehr, sehr gut gerade aktuell. Optisch prall, dicke Schenkel unten, Arme, Schulter sieht gut aus. Das passt. Hi Freunde, ich gucke mir jetzt gerade mit Tommy an. Haben wir, wie gesagt, noch nicht gesehen. Hier unten ist das Kampfgericht, also noch. Tommy hat sehr gute Beine, sehe ich jetzt schon. Film doch mal bitte komplett. Was, sind die Brust unangespannt? Film doch bitte kompletten Körper. So. Danke. Ja, versuch mal nur den Lat anzuspannen. Nur den Lat rauszulenken und dann die Arme einfach drauflegen. Der wird einen sehr krassen Schwung haben in den Quad. Das gefällt mir hier. Hier fehlt ein bisschen was. Schön Beinstrecker ballern. Ja. Oberkörper wächst, denke ich mal, nach. Aber sieht solide aus. Genau. Und jetzt hast du die Presse. Beine werden brutal. Rechte Brust angespannt, lass mal locken. Ja, so. Aufrecht. Als ob die hier jemand mit einem Seil einen Strang hat und der zieht dich hoch. Aufrecht nach oben. Ah, genau. So, und dann ein bisschen nach vorne nehmen. Richtig. Genau. Und die Beine musst du einfach nur so ganz bisschen in die Knie gehen und nach außen wegschieben. Okay. So kannst du besser stehen bleiben. Guck nach oben, gerade. Ja. Digga, wie filmt der? Drehung zur Seite an sich. Ja, jetzt kommt meine Schwäche. Beine werden wild. 99% der Leute falsch machen, was Tommy auch noch nicht macht. Arsch immer von unten aufbauen, genau. Schon besser. Dreh ich noch ein bisschen mehr rein. Brust anspannen. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall eine gute Struktur, gute Linie. Hier geht noch ein bisschen was weg. Ja. Vorne rennt man sich. Ich mach einfach mal die Muskelposen durch. Lat kommt gut in der Doppelbizeps. Sehr schön. Auf jeden Fall auch deine schwächste Pose, würde ich sagen. Also ja. Das wird ein richtig geiler X-Frame wegen dem Lat. Und den Schwung in den Beinen. Also die Side-Chest wie bei mir eigentlich auch. Brust fällt ein bisschen ab, die Arme fallen ein bisschen ab. Ja. Ansonsten sieht es sehr, sehr stimmig aus. Vor allem auch die Beine haben sich gut gemacht. Side-Chest. Mhm. Arsch. Ja.
aufrecht nach oben. Super, dein Bein sieht richtig gut aus. Beuger kommt richtig gut. Gucken an sich Doppelbizeps, jetzt sieht man noch die Speckschwarte hinten am Arsch. Das ist bei mir aber auch gerade nicht anders. Sehr schön, so muss man aussehen. Arme, Schulter, Brust verbessern. Rest wird von alleine wachsen, das wird ein geiles Paket. Versuchen wir das Bein ein bisschen runter in die Knie zu gehen, nach außen zu drehen. Ja, so. Ja. Und hier ein bisschen Druck drauf zu geben. Ein bisschen Beuge haben, den auch. Drück mal hier so, den Fuß musst du quasi nach hinten wegschieben. So, genau, hier Druck drauf, dann kriegst du da drauf. Kameramann hat einfach Atmung, Digga, wie Justin in Off-Season mit 140 Kilo, hört mal. Den Fuß musst du quasi nach hinten wegschieben. So, genau, hier Druck drauf, dann kriegst du da drauf. Und dann den Arsch entspannen. Kameramann kommt gar nicht klar. Da fasst du nicht. Auf jeden Fall ein super Start. Kann man sagen. Finde ich mega. Und man sieht auch schon vornherein, hat er natural schon eine gute Genetik. Und das wird sich auch in Zukunft weiterhin ausbauen. Boah, Lars sieht wild aus, ja. Lars gefällt mir gut. Im Aufbau, das wird wild. Nächste Prep wird gut. Stoffig, Junge. Stoffig ist am Start, Alter. Ja, der Tommy hat eine sehr gute Grundvoraussetzung. Wenn er Gas gibt, das kann tatsächlich böse werden am Ende. Das wird gut. Safe. Da gehe ich von aus. Der muss nur am Ball bleiben. Und keine Scheiße fressen. Aber gute Sachen essen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, Punkt.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.